eigentlich gehofft, dass ich Hanseat jetzt mal mit seinem Nachtskin sehe. Ey, das habe ich auch noch nie gehabt, dass ich rückwärts gezogen wurde. Jetzt. Ist das strange, ja. Sah komisch aus. Warum hat Hanseat einen Nacktskin? Ja, Hanseat hat einen Nacktskin, ja. Wie viel Sprit? In der Heinkel 30. Tinder ist egal, ne? Tinder ist 15 Sekunden. Ne, ist nicht egal. Sei denn, du willst mit in die Luft fliegen. Egal, ist 88. Okay, also wollt ihr da tief rangehen? Also ja. Achso. Oh ja. Macht das auch was? Oh, die Henkel sieht echt fies aus mit der 2500 da drin. Oh ja! Das Ei muss ins Nest. Ist ja bald wie Ostern, ne? Ja, Kormoran. Der Adler ist im Horst. Operation Rührei, ne? Was ist mit dem Horst? Was hat den Horst schon wieder? Im Dieter. Im Ernst? Nein, im Dieter. Ach ne. Der Bruder von Peer? Steinbrück? Wie du das Feuer machen, Bogen. Connection rum. Reset bei Peer, ihr wisst schon. Auch gut. Ich roll schon mal nach Novo Resist, dann über die Berge rollen und dann rolle ich weiter über die Straße zum Ziel. Ja. Berg runter wird gestartet. So. Bin gleich da. Das Hühnchen steht. Pack, pack. Wo sitzt denn du? Achso, die Jäger kommen bitte nach Michako. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sag's lieber trotzdem 6-mal. Kurve über rechts, raus, okay. Aus Wasser dann. Und los geht's. Alles klar. Vido, danach komm ich. Und dann würde ich sagen, die beiden 88er. Ja, der rechts steht dann zuerst. Alter, Gott, Alter, Alter. Wer übernimmt denn die Jägerführung? Vido, wie läuft's? Ja, schwer. Das ist der Stein im Stein. Alles klar, Kruger lässt anlaufen. Ich würde sagen, die Bahn reicht nicht aus. Wer ballert denn da rum? Schönen Dank auch. Unser Arsch guckt auch schon lange hoch. Du hast jetzt noch ein Drittel der Bahn. Ja, das kriegt man auf der Reihe. Wir nehmen noch ein bisschen Wiese mit. Walter, da hast du die Panzerung mitgenommen. Die Backe fahren hoch. Bremsen gehen hoch. Wie du, Sulu. Also Kruger, du musst noch ein Stück Wiese mitnehmen. Das geht nicht anders. Ja. Also ich habe jetzt schon 250, das sieht gut aus. So, weit Rakete. 150 meinst du? Ja, klar. Ja, Vorwerk ist 50, drin. 1,80 bei Ende Wiese. Das ist ein dickes Ei. So, Klappen sind drin. Solo. Kruger Solo. Das sieht ziemlich krass aus, euer Staub, den ihr aufwirbelt, der leuchtet total gelb. Pitch und Leistung auf 78 beide. Ich hab mal noch ein bisschen mehr. Solo. 92, 86 erstmal. Ich muss jetzt mal hoch. Die eine 88 geht ziemlich hart über Rolf hier, ne? Ja. So, ganze Verband jetzt über Rolf, über Wasser. Oh. Lecky Lecky hat's gemacht. Oh, wo ist denn der Video? Nein. Ich drehe über Rolf, über die Bucht von Novo. Ah doch, auf unsere 1 Uhr sind sie. Mach mal Licht an, wie du. 2 Uhr. Licht geht an. Direkt auf deine 2 Uhr sind sie. Ja. Oh, es geht aber eigentlich. Also ich hab's jetzt schlimmer erwartet, muss ich gestehen. Naja, muss schon ein bisschen kämpfen. Ja, guck mal, was du mit hast. Ja, alle Bordschützen abspringen sofort. Dicken ganze Art oder Drill. Das sind 3,5 Tonnen Bomben. Ja. Plus den Sprit. Die Kiste ist eigentlich immer wieder völlig überladen. Könnte eigentlich 4 Tonnen sein. Nur gut, dass du heute kein Bier getrunken hast, Hanseat. Richtig. Wein reicht völlig, ne? Oh, ich bin entleert. Sagte der Oxid und nippt da im Glas. Ja. Schön, da ist ja der Kuro. Ja, Will ist. Du hast neben dem Hut, müsste eigentlich noch ein Weinglas auf nichts. Meine Maschine. Ich passiere dich auf 10 Uhr. Ja, Victor. Ich nehme mal die Leistung auf 70, bis ihr aufgeschlossen habt. Also sieht aus wie ein Torpedo. Ja, ist es auch. Licht an. Alle Maschinen Licht kontrollieren. Ist das aus? Ja. Wow. Wow.
Den großen See da oben bei Krasno, der am Osten von Krasno liegt, kann man schon sehen. Rette, wir fliegen 90 Grad und steigen noch auf. Okay. Jetzt vor auf meiner 12 Uhr gehen gerade drei Jäger in der Dreierformation von mir durch. Empfangen zu mir aus 200 Meter. Auf wie viel Uhr? 12. Ja, wahrscheinlich hier. Ja, auf seine 12 Uhr, also steht er unter. Ja, und der hat uns ja vorhin gesehen. Das sind wir ein bisschen vorbei. Ne, ich scher schon die ganze Zeit über euch. Ich muss echt sagen, ich mag das Schwarz. Ach, wenn man so schnell auch ein Maikopf sein könnte. Ohne zu steigen. Kann da irgendwas gerade sehr gerecht durchgeschossen hier? Nein. Nee, ich hab nichts gesehen. Das war wahrscheinlich nur der Schatten von Laminator oder so. Ach so. So, fertig machen zum Drehen. Über Lisa. Auf dem Kurs Nord. 3, 2, 1. Lisa. Lisa. Rauchen. Gut. Leute, wir sind über den Fluss, drehen jetzt einen Vollkreis und fliegen dann nach Hause. Okay, ich bin auch über den Fluss auf Halo 58 und drehe einen Kreis über Rolf, aber ich sehe euch nicht. Wir sind jetzt im Sektor 14, 29, Lampet 19. Ja, ich wollte schon oben sehen, das ist okay. 14, 29, Lampet 19. Und schwer gegen den Boden. Ja, ein Tick tiefer fliegen. Dann kannst du uns gegen den Himmel sehen. Gönn die 88er eine Außenkurve, mal endlich die Klappen einfahren, wa? Sind schon die ganze Zeit eingefahren. Oh, Kurs liegt an. Ich hab meine jetzt eingefahren. Akku, deine 5 ist gut zu sehen. Gute Sicht auf die russischen Jäger dahinter, ne? Wollt ihr Jabus zuerst reinwerfen, ja, ne? Macht schon Sinn. Lass uns die Dicken reinwerfen, das was übrig bleibt, waren Jabus. Genau, das ist besser. Oder so. Weil wir können ja punkten, aber... wir können nur vielleicht. Wir machen halt einen großen Punkt. Oder die Flak bekämpfen. Aber das brauchen wir nicht, glaube ich. So, siehst du das noch? Kruger, du stellst gerade die linke Kante meines Feuerbereichs da. Ja. Danke. Jo, einfach draufhalten. Erst schieße, dann frage. Ja, wir drehen in einer Minute. Wenn wir oben am Flussende sind, drehen wir ein. Alles klar. Und dann mit der Heckammer schießt, wird er nicht hintereinander schießen. Den interessiert er nicht, was dazwischen ist. So tief mit den Heinkels muss ich gerade an Aufnahmen aus dem Polenfeldzug denken. Ich weiß noch nicht, woran. Weißt du denn nicht. Soll nicht ein Jabo oder ein Jäger die Flak ziehen vielleicht? Die müssen bloß schnell genug weg sein, ja, wenn wir durchgehen. Ja, die müssten drüber fliegen. Wenn einer drüber fliegen würde, wird es gehen. So, Achtung, ich leite ein über Lisa. Auf Ziel. Jetzt. Leute, wir drehen von der Stadt jetzt Richtung Ziel. Ich bin über dem Ziel und kreise. Ein Jabo könnte schon mal rübergehen. Das wäre ja, ich begrüße jetzt. Über dem Ziel oder über der Stadt? Kreist du. Bomber, über dem Ziel, Achtung. Das ist ja direkt südlich der Stadt. Bomber, Achtung! Schächte auf! Bomben, Mäh, Schächte auf! Wir sind bei der anderen Stadt. Ja, ich schere aus der Formation aus, weil ich gleich reingehe. Schick mal einen Jabo schon mal rüber. Bitte. Oder ich wiederhole nochmal, Bomben, Mäh, Schächte auf! Mhm. Also, ist der ist doch der Flugplatz hier, ne? Nee, die Stadt. Ach, das Industriegebiet, da ich sehe. Ja, jetzt baut sich schon vor mir auf, okay. Ja, ich muss noch ein bisschen nach Nordwesten hoch. Doch nicht ganz mittig erwischt. Also Baldersatz, Flak ziehen rechtzeitig versetzt, dann vorbeifliegen auf mittlere Höhe, also 40.000 oder sowas. Ganz schön war. Muss probieren. Ja, die Flak schießt schon auf euch. Passt schon.
Ich habe eine Flakstellung, ja, die schießt im Osten, schießt einer, okay. Die schießt nach oben, ja. Hm. Trimmung auf minus 50 habe ich jetzt schon. Okay, Vido, ich könnte mich an, ich könnte ansetzen. Ja. Alles klar, dann geht's los. Los geht's. Alle Bomber haben ihr Ziel. Victor, Victor. Na dann Marsch. Ich finde, wir sollten erstmal darüber diskutieren. Negativ. Okay, Anflug abbrechen. Wir müssen das. Ich habe einen Feindkontakt über dem Ziel. Hallo 5000. Was? Bist du höher? In der Lisa. 5000. Bist du höher als er? Ja. Und dann ran. Auf 3 oben. Ist ein Spitfire. Bomber sind über dem Ziel. Bomber über Ziel. Werfen. Taxi. Alles raus und tief weg. Bomben raus. Absolut hoch. Bomben nee, raus. Ne? 270. Fechte zu. Achtung, ich habe ein stürzendes Fragezeichen über dem Ziel gesehen. Beide 85. Ich hab 6. Ich hab 6. Ja, Bomben gehen. Naja, einer hat. Fallt vom. Ja, ja. Ich geh runter und leg mal alle unten. Ja. Sieht aus, als wäre Zielgruppe. Das sieht geil aus. Bremse. Eisenplatz. Das sind doch die Tanks. Kommt in die Formation rein. Komm raus. Wie du musst ein bisschen drosseln. Victor, ich drossel. Mach 80, 80. Eine 88 zieht Wasser. Bin ich. Komm, wir fliegen Deck. Wir fliegen Deck 270. Kommt in die Formation. Ja, ich glaube, ich bin jetzt ganz vorne. Bordschützen mal Feuer frei. Bordschützen mal frei. Ich muss raus. Ruf mal ein bisschen. Achtung, rechts außen. Mach rechts hin. Oder? Zieht links außen rein, Achtung. Verdammt. Bin getroffen. Drück weg, drück weg. Bin dabei. Drück genau über dem Ziel senkrecht runter. Ausfallölsystem. Der hängt noch, der hängt noch. Sacktreffer. Geh nach Westen raus. Motorschaden. Nicht weiter andrücken. Ich darf schießen. Videoleistung? 75, 75. Wir sind so weit frei im Moment. Motor ist tot. Guck auch mal hinten. Steig aus. Exakte also Höhe ist 005. Ja. Neu, Heimatkurs nach Partin ist 235234. Okay, dann drehen wir jetzt auf 235. Ich bin jetzt direkt nördlich bei den Rauchsäulen. Ich habe gerade zwei Jäger hinter uns gesehen. Ja, die Rauchsäulen sind passiert. Ja, ich drehe auch 235. Ja, Kroger, wenn du dran bist, kriegen wir jetzt gerne Gefechtsleistung. Können wir machen. Beide 85. Ah, das ist die 88, kommt auch gerade aus dem Rauch. Hm, ja, kannst du mal sagen, welche Richtung ihr seid? Wir fliegen jetzt 235. Richtung von dir aus, ja, muss Hansi erzeugen. Achso, warte mal. 88, ja, auf deine 1 bis halb 1. Beide 85. Tiefe. Wie du? Ich sehe da eine Focke, die gerade runter. Maschine, beide 85, beide 85, beide 85. Bruder, mitschiffs. So, Torwald, jetzt gleiche Höhe ungefähr.
auf deine, ja, 1 bis halb 1. Ja, ich sehe euch, glaube ich. Ja, ja, okay, danke. Irgendwie sieht die Heinkel. Ja, ist alles raus. Irgendwie sieht die Heinkel ohne die große Bombe jetzt ganz schön langweilig aus, muss ich sagen. Ja, ist ja jetzt eine große leere Hülle. Oh, cool, sieht krass aus. Krimskaya müssten wir drauf zufliegen. Der hat ja gerade geschossen. Okay, auf welcher Halle? Der Krimskaya sei auf die Liebezeichen. Gladinator? Ja. Weißt du, wie weh so eine 20er im Arsch tut? Oh, vor uns ist noch eine Rotte. Alter, das ist jetzt aber ganz schön nah hier. Ach, jetzt. Ach. Welche Frage, hallo, wie du Kind? Deck. Die Bomber justieren gerade ihr Landegewicht, ne? Genau, erst mal vorne ein bisschen was loswerden. Was sieht geil aus, wenn die 20er da unten am Boden aufschlägt. Mhm. Vor allem in den Bäumen, so in den Baumkronen. Pam, pam, pam. Jetzt aber raus hier aus dem Bordschützen. Bin gerade in den hinteren Schützen gegangen. Ja, wir schlagen gleich ein, ne? Du musst hochziehen. Ja, ja. Bin gerade in den hinteren Schützen gegangen und habe im Fadenkreuz eine 109 gesehen. Die 109 klebt bei dir auch dran. Da kleben ein paar 109 an den 88er und 111er. Ja, eine ist hier direkt in der Formation drin. Ich kann die Nummer bloß zwei ziehen. Ach, ruckzuck, ruckzuck ist in meinem Fadenkreuz, aber akkurat mit der Motorkanone im Fadenkreuz. Am feindlichen Bomber werde ich nie so weit nachkommen. Nee. Da habe ich schon mal eine Trimmung jetzt auf minus 75 gestellt. Habe ich ja noch Klappen draußen? Nee, eigentlich nicht. Alles gut bei dir, Vido. Der Heinkel, die will immer hoch, ne? Hoch, hoch, hoch. Bist du mal drin, ja? Ja, hab ich. Ich bin ja schon bei minus 75. Ach, das ist doch hier die Straße, wo wir die ELZUs letztes Mal abgeschossen haben, ne? Wie du? Hm. Wollen wir uns mal einfach alle in Reihe aufteilen und dann schön Konturenflug durch die Täter? Genau, würde ich jetzt auch machen. Alles klar, ich bin dabei. Ich bin dran. Jo. Ruckzuck, Torwald. Ich bin dran. Alles klar, auf geht's. Bin vorbei. Ja, dann bringen wir mal den Eimer nach unten. Die Eichhörnchen mal am Schwanz kratzen hin. Oh, Balthasar. Gleich geht's runter ins Tal. Achtung. Uhuhu. Oh, Achtung, hier Doppelspitze. Da hat der Baum schon geraschelt. Ja. Doppelspitze. Video, lass uns mal hier. Ah, irgendwas in der Hölle. Das ist doch mal irgendwo jetzt in der Tallinie folgen. Schau doch mal beim Ausgang von Rote Bude 1. Okay, guck mal, Aufnahme. Wow! Herr Rolf, Rolf, Rolf. Wow! Total lang zimmern hier. Du bist zu hoch. Ja. Das ist halt eigentlich relativ flott unterwegs, muss man sagen. Ich liebe auch die ganze Zeit. Oh,
Mit Warnlinie. Geht die rüber nach, nach Nobu? Ne, wir sind ja wieder bei der Straße, aber der Doppelstraße. Die geht nach Anapa. Anapa, ja. Aber richtig rund bei dir. Ja, nee. Alle. Okay, wir können alle fliegen. Das ist kein Problem. Gerne, gerne. Nee, flieg jetzt nach Anapa. Ja. Und dann weiß ich nicht, wo es lang geht. Einfach der Straße folgen. Bitte der Straße folgen. Bitte wenn. Bitte. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Wie, du spielst da am Gas rum? Nö. Ja, ich bin nämlich gerade ziemlich nah. Das ist die durch. Hallo, Andreas! Durch die Auffahrtbewegung. Ach, da hinten ist schon. Wie, du nicht nach oben! Ja. Jetzt die letzte Kuppe, danach geht's Richtung Anapa wieder runter. Ja, jetzt wird's flacher. Das macht Spaß. Das ist ja auch das, worauf ich hier bei der U-Bahn-Kader weiß nicht weiter. Zu Zwergen? Ja. Ja, aber mit der Heinkel, Alter. Mit oh, Wege klingt aber komisch. Knapp. Das war sehr knapp genug. Mach eine Propeller auf. Der Hanseat, wie ist die Aussicht? Boah! Cool. Schreck mir nicht so. Alle, die jetzt gerade nicht in der Heike sitzen und nicht diese große, weite Rundrücken haben vorne raus, die tun mir gerade nicht leid. Wow, du denn oder? Ja, dann voll die Nacht in der Regen gezogen. Warum am Nacken da einfach abwarten? Süd, ja. Ländlich. Süd, südwestlich an der Paar, Flachs. Riding home. Oh, wie, du hast du die Aufzeichnung 100. Ach nee, das ist ausgegangen. Ja, ich hab dummerweise meine Filme ausgemacht. Ich hab's laufen. Ah, sehr gut. Ich glaub, da muss ich dann doch mal wieder ein Video machen. Hm? Ja, schöne Fliege. Keep rolling, baby. Ja, gut, ich glaube, das ist mal getroffen bei der Packstellung. Ich glaube, beim davor haben wir uns bei der Packstellung getroffen. Bei der Packstellung? Wir sind beide gleichzeitig gelandet worden. Nein, ich habe meine Maschine verletzt. Okay. Dann irgendwo hat die Flaggen mal getroffen. Nee, ich hab meine Maschine verrissen und beim Hochziehen habe ich eine Baumgruppe gekriegt. Ich hab die Flak angegriffen und war ich dann selber. Dann habe ich danach, im Nachhinein, bin ich wieder gesetzt geschafft und hab mir schnell auf die Autobahn Platz gemacht. Ah, Licht auf 12 Uhr. Da ist der Platz. Ach was, Bruder. Ist da der Platz? Nee. Nein, nein. Das ist nicht der Platz. Aber davor gibt's noch ein kleines Wäldchen, damit ich noch durch. Oh ja, da bin ich. Genau, du, wir bleiben durch den Hangar rein, ne? Ja. Durch den Hangar. Ach, durch das Welt und dann durch den Hangar und dann rein. Aber mit einer 109 können wir. Lass uns mal durch den Hangar durchfliegen. Da gibt's eine Lücke, ne? Was ist denn am Stichschaft? Was ist die rechte? Schmale? Ja, ja, die schmale. Das sieht große. Scheiße aus. Nee, wie du, ich glaub nicht. Ja, da haben wir den Clip-Ding, glaube ich. Das werden wir sehen. Oh, der ist doch nix. Ich glaube doch, das wird was. Doch, krass. Oh, oh. Gleich noch durch die zweite hin. Sehr schön. Weil. Und jetzt durch den Hangar? Das schaffe ich nicht. Das ist so reindrehen kann ich das nicht. Wir
Machen wir einmal nochmal länger, ich bin direkt hinter dir. Hauptsache, du nimmst kein Gas raus. Durch welchen willst du denn durchfliegen? Die sind ja alle zu hier. Irgendeinen großen. Kann den nicht durchfliegen? Die sind zu. Die sind offen. Die kleine sind offen. Die Backsteine. Beim Ausfallen habe ich dich verloren. Ey. Ja, ich bin bei Rollfahrt. Oh, jetzt will ich loswerden oder was? Boah. Wie kurz wird oder heikel? Ein Einfall im Pain Train. Ah ja. Ah! Ja, ja, du hast recht. Na, das ist. Ne, der eine steht offen, da ist nichts drin. Dann müssen wir mal durch. Die ganzen. Alles klar, dann nehmen wir den. Ich bin dran. Schön gerade halten, bitte. Ich will noch nicht erzählen, ich will ja auch durch. Spannend gemacht. Ja. Ja, du bist auch rein. Oh! Was, da stand eine drin, ey? Bäm! Ey, da ist einer reingelandet. Reingelandet. Ja, durch den Hangar durch. Wer war das denn? Tut mir leid. Alles so. Bei den ersten Meinen hat es auch geklappt. Sorry.